Herzlich willkommen bei der Aktienlust. Bei Aktienlust regt sich auf. Ja. Wir sind ja hier am Börsentag in Wien und man muss wirklich sagen, stell dir vor, es ist Börsentag und keiner wird darüber informiert. Ja, so ist es hier in Wien. Wir hatten gestern Leser, also beziehungsweise Kundentreffen mit unserem Partner eToro. Waren 80 Leute zu Gast eingeladen von eToro. Natürlich ging es hier um Kryptowährungen, um das Social Trading, wie das funktioniert, wie das gemacht wird. Und als wir die Kunden fragten, Leute, kommt ihr auch morgen auf den Börsentag, war der allgemeine Tenor. Börsentag? Davon wissen wir nichts, da haben wir nichts darüber gelesen. Und das ist das Thema Börse wird stiefmütterlich behandelt, eben nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch hier in Österreich, hier in Wien. Ja, also das ist etwas, das muss sich ändern. Und das werden wir ändern mit Aktienlust. Wir werden Lust auf Aktien machen. Ich habe heute auch mit Hans A. Bernecker gesprochen von der Aktienbörse. Ja. Ein alter Stratege, ein altes Urgestein der Börsenbrieflandschaft. Und auch er sagt, wir müssen etwas tun. Wir hatten mal in den 2000 oder Anfang 2000 mal ein bisschen mehr Interesse für die Aktie. Das ist wieder komplett verflacht. Aber jetzt, es ist höchste Zeit. Wir werden keine hohen Zinsen mehr kriegen. Das ist alles eine komplett andere Landschaft. Wer hier nichts tut, der bleibt einfach sitzen. Und wir, und er hat uns auch beglückwünscht zu unserem Format Aktienlust TV, sagt, gebt hier Gas, macht was für die Aktien, damit sich hier endlich etwas ändert. Und wir hoffen natürlich nächstes Jahr am Börsentag in Wien auf mehr Aufmerksamkeit. Und wir werden natürlich dann auch auf der Aktienlust ganz klar sagen, wir sind wieder da. Wir kommen nach Wien, kommt uns besuchen, damit wir hier die Hütte mal richtig voll kriegen. Das ist etwas, was mich dann nicht nur aufregt, sondern anregen wird. Bis bald hier wieder auf der Aktienlust. Auch bei Aktienlust regt sich auf. Ihr Jürgen Schmidt.